Borussia, BB2K Airsoft Channel. Die Sonne scheint hier in das Fenster hinein. Ja, und ihr seht meinen Strahlen passend zu der Sonne, denn ich habe ein Paket bekommen. Diesmal von der Firma Begardi und die haben mir hier was ins Paket gepackt. Einen Exoten, so wie ich es mag. Leider elektrisch. Würde mich schon freuen, wenn das Teil vielleicht mal als Gas-Blowback rauskommt, aber elektrisch ist erstmal schon mal ein richtig guter Start und schon mal etwas Tuchfühlung mit dem Gerät hier aufzunehmen. Ja, fangen wir mal mit dem Raten an, würde ich sagen, oder? Habt ihr Spaß? Gut, dann fangen wir an. Also wie gesagt, ein Exot und die Real Steel wird von chinesischen Spezialeinheiten verwendet. Und ja, ist eigentlich so gesehen fast der Nachfolger vom Typ 56. Ich denke mal, mehr brauche ich jetzt eigentlich schon gar nicht sagen, oder? Ist eigentlich schon alles klar. Bei Begardi ist es wohl noch nicht gelistet, kommt aber demnächst jetzt rein. Vielleicht ist es auch schon passiert, wenn dieses Video hier rausgekommen ist. Ich freue mich jedenfalls, dass ich von Begardi das hier bekommen habe, weil, wie gesagt, das Design und ist so abgefahren, dass ich es einfach mal haben wollte für ein Review. Und jetzt ist es soweit. Ich packe es aus. Dafür stehe ich auf. Ja. So, Karton. Oh, da ist es. Und zwar habe ich von Begardi für ein Review bekommen. Moment, geht den Karton zur Seite. Von der Firma Real Sword das Typ, den Typ 97B. Das ist die Kurzversion vom normalen 97. Und Real Sword mäßig kommt das alles richtig schön verpackt. Warte mal, hier ist auch noch ein Aufkleber drauf. Muss ich auch noch mal schnell aufschneiden. So. Dann gucken wir uns mal dieses chinesische Sturmgewehr etwas genau an, was die richtige Bezeichnung hat. QBZ-97. Wie gesagt, wird es von chinesischen Spezialeinheiten verwendet und hat hier als Real-Steel-Variante das normale NATO-Kaliber 5,56. Und wie ihr sehen könnt, und das liebe ich so an Real Sword, ist das richtig toll verpackt. Denke mal, jetzt stört irgendwie doch das Licht, oder? Moment, ich mache mal kurz den Vorhang zu. Kleinen Moment, gleich geht's weiter. Ich möchte euch ja den vollen Blick hier geben und dann mache ich hier mal einfach mal den Vorhang ein bisschen vor. Deswegen heißt es auch Vorhang zum Vormachen. So, jetzt gucken wir nochmal. Ja, jetzt könnt ihr besser sehen, oder? Also wie gesagt, Real Sword mäßig perfekt verpackt. Haben wir hier so richtig kleine Features, wie hier diese kleine Ölkanne. Dann haben wir hier, das müsste eigentlich, ja genau, das ist genau hier wie bei der Typ 56, haben wir hier eine kleine Box mit Werkzeugen drin. Alles, was wir so brauchen, upa, um die Airsoft zu zerlegen. Und dann hole ich mal die Kanne hier auch noch mal raus. Ne? So sieht die Ölkanne aus. Da ist natürlich kein Öl drin. Da könnt ihr dann was reinfüllen, wenn ihr möchtet. Dann haben wir hier, was ist das? Keine Ahnung. Ja, lass mich überraschen. Ist jedenfalls ziemlich schwer. Und jetzt würde ich sagen, holen wir mal die Typ 97 raus. Schön verpackt. Aha, ich glaube, ich weiß schon, für was das ist. So. Wir haben hier nämlich einen orangefarbenen Flash-Hider. Und ich denke mal, den kann man dann einfach mal schön damit austauschen. Schön, dass es mit dabei ist. Ja, und das ist es. Es sieht absolut abgefahren aus. Bullpup-Bauweise. Aber machen wir mal weiter. Ich lege das mal hier hin. So. Dann haben wir hier, da müsste das Magazin drin sein. Auch Real Sword mäßig, das finde ich auch toll, hier in diesem Ölpapier verpackt. Das müsste ein Mid-Cap-Magazin sein mit einer Kapazität von 130 Schuss. Hier steht, glaube ich, auch drauf, markingsmäßig, ja, 5,56 mm wurde hier sogar angegeben. Also Markings passen, kommt dann hier schön rein. So,
Dann haben wir noch eine Anleitung und noch so ein Zertifikat mit einem Prüfprotokoll, wie viel Joule die Airsoft hat. Hier haben wir eine Angabe von Höchstwert 1,57 Joule, also richtig ordentlich. Dann packe ich das mal aus. Und das ist wirklich irgendwie, wenn man das so mit anderen Anleitungen vergleicht, ist das von RealSword hier richtig gut. Hier haben wir nochmal wie so eine Art Poster auch, wie man die Airsoft auseinander nimmt. Richtig schön gemacht. Dazu gibt es dann nochmal eine richtig dicke Anleitung, wobei jetzt das erste Drittel Englisch ist und das restliche hier in Chinesisch, denke ich mal. Ja, und dann haben wir zum Schluss hier noch einen Ladestab, um das Magazin schnell zu laden. Aber jetzt schauen wir uns mal die Airsoft etwas genauer an. Das ist die Variante 97B kurz. Es gibt auch noch eine längere Variante, aber ich muss sagen, diese kurze finde ich richtig genial, denn dieses Design ist richtig schön kompakt. Und das Tolle an dieser Airsoft ist, das ist wirklich original 1:1 Nachbau, sogar auf den Originalfertigungsmaschinen vom Real Steel Hersteller gefertigt. Wir haben hier hochstabiles Polymer und das Gewicht entspricht auch 1:1 dem Originalen. Und RealSword hat sogar extra eine eigene Gearbox dafür entwickelt, nur damit das hier so reinpasst, ohne dass man hier die Abmaße verändern muss. Und das finde ich richtig, richtig, richtig toll. Und ja, ich bin gespannt, wie sich hier dieser Exot in meinem Review schlagen wird. Und das soll es denn auch schon gewesen sein mit meinem Auspackvideo von dem RealSword Typ 97B. Richtig schönes Stück. Macht's gut. Bruce ist raus und ich denke mal, ich werde jetzt hier mal so ein bisschen so wie so eine chinesische Spezialeinheit werde ich mich jetzt hier aus dem Auspackvideo rausschleichen.